Ich glaube, es liegt daran, dass die Menschen in Deutschland die Sorge und das mangelnde Vertrauen haben, dass man sich um die wesentlichen Probleme kümmert, anstatt manche Dinge voranzubringen, die nicht für alle entscheidend sind. Das ist nicht nur die Drogenerlaubnis, das sind auch Projekte wie aus Sicht vieler Bürger ein doch sehr zugespitztes Selbstbestimmungsrecht, ein unfaires Wahlrecht gegenüber den Bayern oder auch all die Debatten ums Gendern, meine Damen und Herren. Haben wir denn eigentlich keine anderen Probleme in Deutschland, als dass wir uns damit beschäftigen müssen? Für Bayern kann ich Ihnen nur eines sagen. Mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Im Gegenteil, wir werden das Gendern in Schulen, Verwaltung sogar untersagen, meine sehr verehrten Damen und Herren.